Richtig geil, Choreo und schnell noch eine Erklärung von Kalle. Ja, hallo nochmal. Ich würde euch jetzt bitten, einfach mal von den Plätzen aufzustehen, eure Papptafeln schon mal in die Hand zu nehmen. Vielen, vielen Dank. Es sind die echten Danke an die Strickspiel. Dabei. Und jetzt hat man nur den Ball am 16er, schießt aber.
ist aber die Regel, wenn man alleine pfeift. Wenn man alleine pfeift, immer ein Abseits mehr als zu wenig pfeift. Der ist auch recht links, ne? Einwurf für Emme Niedermorgenthor, nachdem dort Grebe und auch Heinzson zusammen schreiben. Wie sagt man in seinem Wurf, oder? Köpft doch mal noch Peter Schmetz leider in die Mitte der WSV-Strafraum. Ja, und die Schiedsrichter. Das waren die ersten 25 Minuten. Halbzeitstand Spiel WSV gegen Höni 0 zu 0. WSV-Fans, das 13:0 ist leider nicht im Bild, aber dafür wird es Ihnen präsentiert von WSV-Zigarre Fielinger. Muss ja auch mal sein. So. Yeah.
Wir brauchen fast das dritte nicht. Das dritte nicht, habe ich gerade gar nicht. Liebe WSV-Fans, wir bekommen gerade eine intime Nachricht. Ja, das kriegt man rein, ja. Das ist die eine Nummer. Und nun zur Werbung. Ich war gerade, das dritte Tor habe ich nicht drauf. Ein Stand von Willinger. Furchtbar nette Leute. Die haben WSV-Zigarren. Die sind alle ausverkauft. Stellt euch das vor. Aber das ist auch eine ganz tolle Nummer hier. Und ich brauche jetzt eine Willinger WSV Vanilla auf unseren Sieg. Ist der Drops gelutscht. WSV gewinnt 3:0 gegen Höni. Das erste Pflichtspiel im 2016. Großer Applaus, danke an alle, die heute dabei waren für diese richtig geile Choreo. 5.225 Zuschauer. Danke auch an die Truppe.